Bayer hat Hauptversammlung abgehalten und das ist seit der Übernahme von Monsanto ein herausragendes Ereignis. Waren früher die Bayer Hauptversammlungen über weite Strecken hinweg ganz normale Veranstaltungen ohne besondere Ereignisse, so hat die Monsanto-Übernahme ja viel Aufmerksamkeit gebracht. Viele Organisationen, viele Umweltschutzgruppen, viele Politiker, viele Aktionäre, viele Investoren haben ein großes Interesse an der Entwicklung von Bayer. Um es kurz zu sagen, Werner Baumann hat zu Beginn seiner Rede angesprochen, dass er mit dem Ergebnis von 2020 nicht zufrieden ist. Bayer ist nach wie vor von Glyphosat belastet. 23 Milliarden Euro. So viel machen die Sonderbelastungen 2020 von Bayer aus, alles in allem genommen. Dabei muss man aber auch sagen, dass Bayer Tabula Rasa gemacht hat. Da wurden viele Vergleiche, nicht nur was Glyphosat betrifft, sondern auch im Pharmabereich oder mit Dicamba, also viele Dinge, viele Altlasten reingepackt, um reinen Tisch zu machen. Zukunft soll es deutlich besser werden. Und das ist der Lichtblick. Es gibt durchaus Licht am Ende des Tunnels. 3 Jahre ist es nun her, dass Monsanto übernommen wurde durch Bayer und die versprochenen Wachstumsraten und die versprochenen Zunahmen beim Cashflow sind bisher nicht eingetroffen. Das soll sich zukünftig deutlich ändern. Auch der Aktienkurs, auch damit, sagt Werner Baumann, kann man natürlich nicht zufrieden sein. Auch das muss sich deutlich ändern. Die bisherigen außergerichtlichen Vergleichszahlungen von Bayer, was das Thema Glyphosat betrifft, belaufen sich auf etwa 10 Milliarden Euro. Damit sind im Wesentlichen die bisherigen Klagen abgedeckt. Nicht abgedeckt sind mögliche künftige Klagen. Und dafür wurde ein Rechtskonstrukt erarbeitet. Da haben sich Bayer mit den gegnerischen Anwälten geeinigt auf ein Rechtskonstrukt und dieses Konstrukt wurde eingereicht bei Gericht. Und damit befasst sich nun dieses Gericht. Dieses Rechtskonstrukt könnte für Bayer Zahlungen von etwa 2 Milliarden nochmal zur Folge haben. Im Mai, Mitte Mai, ist ein Gerichtstermin anberaumt und wenn es gut läuft, dann könnte es da zu einer Entscheidung des Richters kommen und wenn es ganz gut läuft, zugunsten von Bayer, dass endlich dieses Thema Glyphosat mal abgehakt ist, zumindest was die finanziellen Folgen betrifft, dass Bayer wieder in die Zukunft schauen kann und das könnte natürlich auch den Aktienkurs deutlich beflügeln. Und dann gibt es noch eine zweite positive Hoffnung, das ist, dass die Wachstumsstrategie von Bayer über die nächsten Jahre nun zündet. Auch das wird den Aktienkurs deutlich beflügeln. Soll es nicht so kommen, werden die Investorenrufe nach einer Aufspaltung des Konzerns immer lauter. Denn Bayer hat eine Sonderkonstruktion im Vergleich zu seinen Konkurrenten. Bayer ist untergliedert in die 3 Teilbereiche Pharmaceuticals, also der Pharmabereich, der große Pharmabereich, dann Consumer Health, da geht es um rezeptfreie Medikamente, ein relativ kleiner Bereich und der 3. Bereich eben dieser Agrobereich, der mit Monsanto Weltmarktführer wurde. Und wenn wir uns vor Augen halten, warum denn eigentlich diese Monsanto-Übernahme, dann muss man sich vergegenwärtigen, dass Bayer sich entscheiden musste über kurz oder lang. Am Agrarbereich haben vor der Monsanto-Übernahme gab es immer mehr Fusionen. Der Bereich wurde immer mehr durch Fusionen und Übernahmen bestimmt und Bayer ist von der Bedeutung her abgerutscht. Und da musste sich Bayer entscheiden, entweder diesen Bereich kurz- oder mittelfristig aufgeben oder deutlich stärken. Und da war eben die Verlockung, mit Monsanto zum Weltmarktführer aufzusteigen, die hat überzeugt. Und da hat Bayer zugeschlagen.
Und dann kam es zu diesen massenweisen Glyphosatklagen und zu diesen finanziellen Problemen, die auf Bayer zukamen. Und damit der enorme Druck, von dem sich dieser Konzern bis heute nicht erholen konnte. 23 Milliarden Sonderbelastungen. Das heißt, ein Konzern, der diese Sonderbelastungen schultern kann, muss innerlich stark sein. Und das ist auch das Positive von Bayer. Denn das Nettoergebnis, das Nettokonzernergebnis beläuft sich auf einen Verlust von 10 Milliarden Euro für letztes Jahr. Das operative Ergebnis ohne diese Sonderbelastungen beläuft sich ein Plus von 11 Milliarden Euro, also in etwa auf Vorjahreshöhe. Und das ist schon bemerkenswert und da sieht man, Bayer hat einen starken Kern. Und der soll eben in Zukunft deutlich ausgebaut werden. Der für Investoren ja vielfach die interessierte Frage war auch immer, wie wird es mit den Dividenden weitergehen? Und da war die Dividendenhöhe für 2019 2,80 Euro. Die wurde gesenkt auf 2 Euro. Natürlich mit dem Hinweis auf die enormen Verluste, die angefallen sind und auf den enormen Geldmittelabfluss, der im Zusammenhang mit diesen Vergleichszahlungen zustande gekommen ist. Durchaus verständlich, ich bin Langfristaktionär, ich bin am langfristigen Erfolg meiner Unternehmen interessiert und ich habe kein Interesse an kurzfristigen Ausschüttungen, die zulasten der langfristigen Entwicklungen gehen würden. Also in diesem Zusammenhang bin ich damit einverstanden. Hoffe aber schon, dass die nächsten Jahre dann deutlich positiver verlaufen werden und dass die Dividende dann auch wieder peu à peu erhöht wird. Die Eigenkapitalquote ist auf etwa 26% gefallen, eben durch diese enormen Verluste, die aufgelaufen sind. Das ist aber in Anbetracht der Verluste immer noch relativ solide. Ich ziehe immer eine Grenze bei 30% Eigenkapitalquote, aber eben in solchen Sonderfällen bin ich dennoch damit einverstanden, akzeptiere ich auch mal diese 26%, wenn es in Zukunft wieder deutlich aufwärts gehen muss und sollte. Wie ist es in den einzelnen Sparten gelaufen? Der am positivsten abgeschnittene Bereich war Consumer Health letztes Jahr. Da wurden insbesondere die Nahrungsergänzungsmittel gekauft wie verrückt. Ein Anstieg um etwa ein Viertel, pandemiebedingt. Die Leute wollten sich schützen vor diesem Virus mit zusätzlichen Vitaminen. Dann der relativ starke mittlerweile Pharmaceutical, also Pharma-Bereich. Der hat auch positiv abgeschnitten, wenn auch der Umsatz zurückgegangen ist, pandemiebedingt. Einige Behandlungen konnten nicht durchgeführt werden, aber Bayer hat da mittlerweile aufgeräumt, die Kosten wurden deutlich zurückgefahren und deshalb auch hier ein positives Ergebnis, was auch die Stärke von Bayer ausmacht. Da ist die große Frage, wie wird es in Zukunft weitergehen? Denn das ist die Frage immer bei allen Pharmaunternehmen. Da gibt es Blockbuster, also patentgeschützte Medikamente, die enorm hohe Gewinne abwerfen, bei Bayer beispielsweise Xarelto. Und die laufen immer wieder mal aus. Xarelto, eben der Patentschutz 2024. Da macht aber Werner Baumann Hoffnung, da sind durchaus andere Medikamente in der Pipeline, die Blockbuster-Potenzial haben. Dadurch sieht er keinen großen Rückschlag in den nächsten Jahren. Und daran wird er eben auch gemessen, wie erfolgreich diese Pharmasparte sich in Zukunft entwickelt. Die große Gefahr oder der Pharma-Bereich hat immer wieder deutlich gemacht, er hofft, dass durch die teure Monsanto-Übernahme dieser Pharma-Bereich nicht darunter leidet und vernachlässigt wird. Das war bisher nicht so. Auch der Pharma-Bereich wurde gestärkt, wurde ausgebaut mit 3 Milliarden Übernahmen letztes Jahr. Und da wurde oder ist der Versuch, eine Zell- und Gentherapie-Plattform aufzubauen, die weltweit führend ist. Von dieser Plattform verspricht sich Bayer zukünftig enorme Ertragspotenziale. Auch das soll sich positiv auswirken. Ja, und dann der
Agro-Bereich, der nicht so gelaufen ist, wie erhofft. Da gab es zum einen enorme Rückschritte, Einbußen durch negative Wechselkurseffekte. Dadurch ist der Gesamtumsatz von Bayer um etwa 5% gesunken. Ohne diese negativen Wechselkurseffekte der Gesamtumsatz um etwa 0,6% gestiegen. Und dieser Agrobereich, der ist vor allen Dingen in den USA hat der geschwächelt, weil pandemiebedingt diese Biokraftstoffe nicht so abgesetzt werden konnten wie geplant. Das hat auf die Agrarpreise negativ sich ausgewirkt. Und damit war eben die Nachfrage nicht so wie erwartet, und auch deshalb wurden etwa 10 Milliarden Euro auf den Agrarbereich abgeschrieben. Also inkludiert schon in den gesamten 23 Milliarden Belastungen für letztes Jahr. Das sind schon enorme Abschreibungen. Bayer rechnet aber damit, dass sich das jetzt peu à peu verbessert. Schon im ersten Quartal dieses Jahr sind in der Agrarsparte deutliche Fortschritte zu sehen. Da ist deutlicher Optimismus angesagt. Aber die negativen Wechselkurseffekte werden Bayer wohl noch einige Zeit belasten. Deshalb eben diese Abschreibungen. Ansonsten spricht Bayer von einer Biorevolution, die im Gange ist. Im Agrarbereich, im Ernährungsbereich. Eben ein Zusammengehen von Biologie und Technologie, also künstlicher Intelligenz. Und da sieht sich Bayer durch die Monsanto-Übernahme herausragend aufgestellt. Das darf man auch nicht vergessen, trotz Glyphosat. Monsanto hat die weltweit führende Plattform, was die digitale Landwirtschaft betrifft. Immer mehr Landwirte stellen darauf um, und das hat enormes Zukunftspotenzial, denn die Strategie dahinter, die Vision ist ja nach wie vor intakt, zum einen eine weltweit wachsende Bevölkerung und zum anderen immer weniger Agrarflächen, die für deren Ernährung genutzt werden können. Und da ist eben Monsanto mit dieser weltweit führenden Plattform ein starkes Argument für zukünftig hohe Erträge. Und darauf baut Bayer nach wie vor, auch wenn es im Moment noch nicht so ersichtlich ist und wenn der Agrarbereich im Moment noch schwächelt. Aber diese Biorevolution wird diesen Bereich deutlich verändern. Und das ist auch positiv für Bayer, dieser Bereich wird deutlich digitaler, wird deutlich mehr durch künstliche Intelligenz aufgepeppt, komplett verändert, und davon will Bayer die nächsten Jahre enorm profitieren. Das ist die große Zukunftshoffnung. Werner Baumann tritt 2024 ab als CEO und bis dahin will er bewiesen haben, dass der Monsanto-Kauf doch Sinn gemacht hat. 2021 wird noch ein Übergangsjahr werden. Da wird es noch Sonderbelastungen geben, Vergleichszahlungen, die noch getätigt werden müssen. Aber ab 2022 soll es deutlich aufwärts gehen und das soll auch deutlich am Aktienkurs ablesbar sein. Also, alles in allem, Bayer hat sowohl Chancen als auch Risiken. Mittlerweile werden schon die Chancen auch immer besser sichtbar. Hat 2018 Werner Baumann bei dieser spektakulären Hauptversammlung wurde ihm noch die Entlastung versagt, so muss er jetzt nicht mehr damit rechnen. Die großen Stimmrechtsberater haben bereits vor der Hauptversammlung angekündigt, dass sie Werner Baumann die Entlastung erteilen werden, weil sie eben auch das Potenzial sehen, das zukünftig in diesem Konzern liegt. Aber das muss er beweisen, um am Ende auch als erfolgreicher CEO dazustehen, und ich bin mir sicher, er wird alles in seiner Macht Stehende dafür tun. Wie sehen Sie Bayer? Sind Sie in Bayer investiert? Bleiben Sie zurückhaltend? Wollen Sie mit diesem Konzern wegen Glyphosat und anderer Dinge nichts zu tun haben? Schreiben Sie es mir in die Kommentare. Mich würde es interessieren, andere können davon profitieren, und natürlich würde mich auch interessieren, ob Sie an die Story von Bayer glauben, an diese Wachstumsstory,
des Weltmarktführers im Agrarbereich. Und das darf man auch nicht außer Acht lassen. Bayer investiert doppelt so viel an Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen in diesen Agrarbereich als der nächstfolgende Konkurrent. Das ist gewaltig. Und damit sind die Chancen natürlich auch gewaltig. Es stehen in den nächsten Tagen weitere Hauptversammlungen an. Ich melde mich immer wieder davon und freue mich, wenn Sie meine Videos anschauen. Und wenn sie Ihnen gefallen, freue ich mich natürlich, wenn Sie sie liken, wenn Sie sie weiterverteilen. Und wenn Sie künftig keine Videos mehr verpassen wollen, dann macht es Sinn, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.